Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig die Arbeit von Menschen in systemrelevanten Berufen ist. Zum Beispiel Ärzten, Pflegern oder Fernfahrern. Ohne den Einsatz von bestimmten Berufsgruppen würde vieles nicht so gut laufen. Damit wir mit dem Nötigsten versorgt sind, ist noch eine Berufsgruppe besonders wichtig. Die Kassierer. Nee, nicht die Kassierer, die Kassierer. Jeden Tag kämpfen Angestellte aller Supermärkte für uns an der Front der Krise. Das bedeutet für sie vor allem eins: Stress. Es sind natürlich momentan besondere Zeiten in so einem Supermarkt. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Das Arbeitsaufkommen, das Pensum in derselben Zeit wird höher, man muss mehr machen. Auf der anderen Seite ändert sich natürlich auch ein bisschen die Stimmung. Die Leute sind ein bisschen gereizter. Das wirkt sich aus auf die Arbeitsatmosphäre der Mitarbeiter. Deshalb war es meine Idee, den Mitarbeitern den schönsten Arbeitstag seit langem zu bescheren. Dafür haben wir einen Supermarkt über Nacht mit versteckten Kameras ausgestattet. Denn hier wollen wir die Mitarbeiter überraschen. Dafür hilft mir eine Reihe von Stars. Denn wir drehen es heute mal um. Echte Stars sollen heute die Supermarktmitarbeiter zu Stars machen. Und den Helden der Krise so eine überraschende Freude machen. Niemand weiß Bescheid, außer der Marktleiterin. Hast du den Eindruck, das wird den Leuten heute Spaß machen, weil es sind ja schon doch irgendwie besondere Zeiten? Ja, sie haben es verdient. Es waren wirklich harte Zeiten und es ist das beste Team, das man haben kann. Ja? Das heißt, du magst sie alle sehr gerne? Ja, meine Schäfchen. Und da hat man gemerkt, da würde man der Chefin, aber auch dem ganzen Team wirklich eine große Freude machen. Die haben sich das richtig verdient, dass es mal überraschend schön ist. Das musste natürlich dann alles versteckt ablaufen. Die sollen natürlich nicht wissen, dass da irgendwas im Busch ist. Das heißt, ich musste dann durch den Hintereingang in den Supermarkt, damit mich eben keiner sieht. Dann bin ich in meine Kommandozentrale. In dem Fall war das das Marktleiterbüro. Da geht nur die Chefin rein. Also waren wir da sicher. Ich kann hier alles sehen. Ich bin Luftlinie nur so 8-9 Meter von den Kassen entfernt. Und jetzt gucken wir mal. Also ich habe immer selber noch das Gefühl, wir verarschen Leute, aber machen wir ja gar nicht. Wir ärgern ja gar keinen. Wir sind ja voll nett. Und jetzt wollte ich eigentlich auch nicht mehr lange warten. Jetzt wollte ich eigentlich die erste Aktion mal starten. Und der Erste, der jetzt am Fenster auftauchen sollte, war... Paulina, komm mal her, hallo. Hallo, Paulina. Na, wie geht's? Ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe so lange keine Menschen mehr gesehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Aber für solche Sentimentalitäten haben wir jetzt keine Zeit. Wir wollen Sentimentalitäten erwecken, und zwar im Markt. Da sitzt einer, der heißt Christopher Ludwig. Ja. Ja. Wenn man der Marktleiterin glaubt, fleißiger Mitarbeiter, ist freundlich, zuverlässig, kompetent und der ist Paulina-Fan. Wir würden das gerne umdrehen, dass praktisch er der Star ist und nicht du. Endlich triffst du ihn mal und du kennst ihn von Instagram. Heute wird mal Superstar Paulina von einer Person völlig begeistert sein. Christopher Ludwig. Ich möchte, dass du ihn um ein Foto bittest und dann auch noch dir die Erlaubnis abholst, dass du das posten kannst. Welche Kasse? Kasse 3 bitte. Und dann ist Paulina zu Christopher Ludwig gegangen an die Kasse. So, gleich sollte er sie erkennen und sollte seine Gesichtsfarbe sich so ein bisschen der Haarfarbe von Paulina anpassen. Das wäre gut. So, jetzt. Jetzt hat er ihr professionell zugenickt und starrt so ganz auffällig an ihr vorbei. Was für ein Tag, ne, Christopher? Sag mal, bist du Christopher Ludwig? Ja. Bist du, ne? Ja. Ich kenne dich von Instagram. Ja, aber das bist doch du, ne, Chris? Chris Ludwig. Sag mal, wäre das okay, wenn... Also, kann ich ein Selfie mit dir machen? Ist das okay? Ja? Wir sind halt so Sicherheitsabstand. Ist okay? Dann mach ich das mal schnell, ja? Das werden die mir nicht glauben, wenn ich dich zeige. Ist es für dich okay, wenn ich das poste? Ja? Cool. Also vielen Dank. Ich schicke dir das Foto dann einfach dann auf Facebook, ja? Cool, danke. Dann schönen Tag noch. Alles Gute. Sehr schön ist der Moment, wenn Paulina weggeht. Das, was Christopher Ludwig da auf dem Gesicht trägt, ist das vielbesprochene selige Lächeln. Der ist so richtig glücklich noch. Guck mal. Der muss richtig durchatmen. So, jetzt kommen wir also auch schon zur nächsten Aktion. So, hier sitzt jetzt an der Kasse 3 Anna Berger. Frau Berger wiederum ist Fan von einem bestimmten Prominenten, zu dem ich einen
Draht habe. Hey! Unser Mitarbeiter Max FaceTime gerade mit dem Prominenten, den Frau Berger so geil findet. Ich bin gerade einkaufen im Supermarkt in Frohnau. Der Prominente ist Matthias Schweighöfer. Du bist in Berlin, Frohnau im Supermarkt. Ja. Und Matthias Schweighöfer ist zufälligerweise Riesenfan von dem Supermarkt in Frohnau. Bist du gerade an der Kasse? Ja. Und von der Mitarbeiterin Frau Berger. Ist da die Frau Berger? Frau Berger? Sind Sie Frau Berger? Ja. Gib sie mal. Zeig mal, dreh mal rum. Hallo. Frau Berger, Schweighöfer Matthias, mein Name. Hallo. Und dann ist sie natürlich erstmal überrascht, dass er sie anspricht so direkt. Guten Tag, wie geht es? Bestens. Danke. Ja? Und dann kennt er auch noch ihren Vornamen. Anna Katharina, ne? Ja. Anna Katharina, mein Name ist Matthias. Und ich bedanke mich heute bei dir recht herzlich, dass du dich da an die Front stellst und das so krass durchrufst. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank, das war echt gerne. Warte, großen Applaus einmal für dich, warte. Vielen Dank. Anna-Katharina Berger hat dann ja, so irgendwie so ganz normal mit ihm geredet. Pass auf, ey, wir bringen bald das neue Album raus, ich mit der Band. Und ich würde dir gerne das allererste Exemplar zukommen lassen. Ich schreibe dir irgendwas Schönes drauf. Ja? Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr lieb. Okay. Okay. Die Frau Berger. Verrückt. Die Frau Berger. Ich sage jetzt mal, es war für sie ein schönerer Tag als ohne Matthias Schweighöfer. Jetzt atmen Sie einfach durch hier. Das hier ist ja wohl das kurioseste Fenster Deutschlands. Jetzt achtet mal drauf, wer jetzt kommt. Mit dem rechnet ihr nicht. Wolfgang, kommst du mal? Ja, hallo. Hallo. Wolfgang Barrow. Hallo. Danke, dass du uns hilfst erstmal. Folgendes, du bist ja Deutschlands fiesester Fiesling, ne? Also nicht in echt, ne? Schon klar. Die Idee war, man kennt Wolfgang Barrow als den Superbösewicht. Ich habe mir gedacht, wenn Wolfgang Barrow erst böse ist und dann schlagartig super nett, dann erzeugt das vielleicht noch viel mehr Freude. Eine Nettigkeit von Wolfgang Barrow, die völlig aus dem Nichts kommt, das war der Plan. So. Er guckt extra böse. Guck mal. Er guckt richtig böse. Als wäre er sehr ungeduldig. Guck mal. Guck mal, jetzt hat er ihn erkannt. Jetzt hat er ihn erkannt, den Blick kenne ich. Wenn man das schon merkt, da ist so ein ungeduldiger Manager-Typ. Vielleicht sogar Deutschlands fiesester Fiesling. Was möchte man dann nicht? Dass man einen Storno machen muss. Oh nein, ich habe mein Geld vergessen. Es tut mir leid, mein Papa ist nicht dabei. Oh nein, es tut mir leid. Wir haben aber den Storno erzwungen. Er guckt richtig genervt. Sorry. Dann musste eine weitere Mitarbeiterin kommen, die den Storno wieder behebt. Und dann gab es Grund, auch schlecht drauf zu sein. Er guckt schon fies und fieslingmäßig. Er ist sehr schlecht drauf. Als würde er gleich sich beschweren und den Kassierer völlig rund machen. Sorry. Gleichfalls, tut mir leid. Und dann kommt der überraschende Twist, wie wir im Fernsehen sagen. Also es ist ja wirklich eine Unverschämtheit, ja? Wie fantastisch Sie Ihren Job hier machen, Frau Kramer. Ich finde das wirklich fantastisch, dass Sie hier in dieser schweren Zeit so tolle Arbeit machen. Und das war noch nicht alles. Was macht Wolfgang Barrow, wenn er voller Dankbarkeit ist? Und deshalb habe ich Ihnen auch etwas mitgebracht. Ich leg's nur mal so hin und von mir selbst gebackene Kekse für Ihre tolle Arbeit und vielen, vielen Dank, dass Sie immer da sind und immer bereit sind. Bitte schön. Noch ein kleines Herzchen hier oben. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es gibt einen sehr beliebten Mitarbeiter, das ist der Paul. Den mögen alle anderen Kollegen sehr gerne. Und Paul, der ist der größte Hertha-Fan, den es überhaupt nur gibt. Jetzt ist es ja für Fußballfans momentan eine schwierige Zeit. Auch bei der Hertha, man kann momentan da nicht hin. Deswegen haben wir uns überlegt, wir holen die Hertha einfach zu denen. Und da ist keiner besser geeignet als Hertha-Legende und 82-facher Nationalspieler Arne Friedrich. Wie wäre es also, wenn einer wie Arne Friedrich auf einmal bei Paul an der Kasse steht? Boah, ist der fit, ey. Gegen den sehen wir alle aus wie ein Sack Schrauben, ey. Guck mal.
Und er kommt nicht mit leeren Händen. Nein, er kauft Tic Tacs. Dann legt er das in den Einkaufswagen. Hallo. Er hat ihn erkannt. Sie sehen irgendwie aus, als wären Sie ein Fußballfan. Ich weiß nicht, liege ich da richtig? Ja, genau. Ja? Und auch vom richtigen Verein? Natürlich, von Ihrem Verein. Von meinem Verein. Und gibt es noch andere Menschen hier in dem Edeka, die Hertha-Fans sind, oder? Ja, tatsächlich. Ja? Es gibt noch einen Hertha-Fan unter den Mitarbeitern. Das ist Frau Kramer. Frau Kramer, die wurde dann auch gerufen, dass sie mal dringend an die Kasse kommen soll. Hallo. Sind Sie Hertha-Fan? Na klar. Ihr Poster hing jahrelang bei uns. Meins? Ja, Wahnsinn. Ja, da fühle ich mich jetzt aber echt geehrt. Dankeschön. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Ich hab ein paar Trikots mitgebracht. Erstmal für Sie beide unterschriebene Trikots von der gesamten Mannschaft. Jawohl. Und ich möchte im Namen von Hertha BSC mich wirklich herzlich bedanken für die Arbeit, die Sie hier leisten, weil gerade in den jetzigen Zeiten, denke ich, ist es nicht selbstverständlich, dass ihr hier sitzt. Das war dann der Moment, wo man echt gemerkt hat, jetzt geht's einem ans Herz. Für den Fall, dass ihr noch mehr Hertha-Fans habt, habe ich noch ein paar mehr mitgebracht. Ja, also, vielen, vielen Dank und alles Gute. Und ich hoffe, bald geht's weiter mit der Bundesliga. Dankeschön nochmal, ja, für alles. Ciao. Oh, das war aber schön, ne? Ich glaube wirklich, dass Paul und Frau Kramer, die hatten den schönsten Arbeitstag in langer, langer Zeit. Normalerweise läuft ja in Supermärkten immer Radio oder zumindest so ein eigenes Programm. Dann habe ich mir überlegt, ob nicht irgendein Prominenter mal über die Lautsprecher mal ein Grußwort an die betreffenden Mitarbeiter richtet. Und da brauche ich natürlich einen, der super prominent ist, dass man also sofort weiß, wer das ist, den man auch an der Stimme erkennt. Und da fiel mir einer ein. Ja, im Ernst. Ich möchte die Mitarbeiter unseres Lieblingssupermarktes in Berlin-Frohnau grüßen. Hallo Klaas. Ich hoffe, meine Grüße kommen gut an. Hallo, ja! Bist du ruhig? Otto hat halt nicht nur einfach die Mitarbeiter aus diesem Supermarkt begrüßt, sondern tatsächlich namentlich jeden Einzelnen, der gerade im Markt war. Ganz besonders begrüße ich natürlich folgende Mitarbeiter. Frau Berger an der Kasse. Hallo, Frau Berger. Frau Raschmann, Frau Hellmeier, beide in der Obstabteilung, Frau Klimmig in der Fischabteilung, Herr Fischer in der Fleischabteilung, Herr Fleischer in der Fischabteilung, nee, das stimmt nicht. Also Frau Löwe im Laden und Frau Kerstan im Laden. Es gibt noch einen Herrn Latte aus der Fleischabteilung, das haben wir uns nicht ausgedacht. Es ist wirklich Herr Latte und er ist auch wirklich aus der Fleischabteilung und der ist zufälligerweise Otto-Fan. Und Herr Latte aus der Fleischabteilung, der mag sehr gern die Rolling Stones. Stimmt das, Herr Latte? Super! Könnt ihr mal ein Stück singen von den Stones, vielleicht kennen Sie das. Und so weiter. Kennt man doch. Also, danke für die tolle Arbeit, die ihr jeden Tag in der Krise leistet. Hör jetzt auf. Ja, ich glaube, da hatten alle viel Spaß dran. Mein, wer hat keinen Spaß an Otto? Wer Otto nicht witzig findet, ist kein Mensch. Naja, und spätestens nach der Durchsage von Otto war für die Mitarbeiter dann klar, dass heute in ihrem Supermarkt irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Deshalb bin ich für das Finale dann auch mal selber rausgegangen. Hallo. Du bist Christopher, ne? Ja, ich habe jetzt kein Geld, aber ich kann gar nichts einkaufen. Ich wollte auch noch mal persönlich Danke sagen. Da stand ich dann also an der Kasse und dann drehe ich mich um. Und wer steht da hinter mir? Oh, das ist ja irre. Was machst du hier? Ich habe jetzt frei und dachte, ich kaufe mal ein. Max Rabe steht hinter mir im Feinzwirn, im Frack. Und da dachte ich mir also, Zufälle gibt's. Wärst du bereit, für uns vielleicht was zu singen? Ich habe ja frei, ich könnte sowieso singen, ja. Wäre das für alle in Ordnung, wenn Max Rabe kurz etwas singt? Deswegen wurden alle Mitarbeiter noch mal zusammengerufen von der Eva, von der Marktleiterin. Und dann hat er tatsächlich noch mal für alle Mitarbeiter gesungen. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Weil ihr hier seid, kann auch ich hier sein. Nur weil ihr hier seid, kauf ich gern hier ein. Vielen herzlichen Dank, lieber Max. Dankeschön.
Aber vielleicht habt ihr es ja heute mitbekommen, der eine oder andere ganz direkt, der eine oder andere vielleicht indirekt. Wir waren heute hier und haben mal überlegt, wie man ja ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was ihr so täglich für uns macht. Vielen herzlichen Dank an euch. Ja, ich glaube, es hat allen Spaß gemacht. Es ändert nichts daran, dass das ein harter Job ist. Aber es führt vielleicht dazu, dass man diesen harten Job mit ein bisschen mehr Freude macht, wenn man eine Wertschätzung erfährt. Für uns alle war das eigentlich so, wir hätten damit niemals im Leben gerechnet. Normalerweise kümmern wir uns hier um die Kunden. Und jetzt hat man sich jemand um uns gekümmert und es war ein sehr schöner Tag. Tut gut für die Seele, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung ist für alle Berufszweige, die jetzt in dieser schweren Zeit arbeiten müssen, ja. Und ich hoffe, dass alle anderen Mitarbeiter, alle anderen Supermärkte sich jetzt auch angesprochen fühlen und dass jedes Danke, was dort ausgesprochen wurde, stellvertretend auch an sie weitergeleitet wird.